Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier lernst du, wie man das Produkt aus zwei Klammern bildet. Ich heiße Dennis. In Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, das Produkt aus zwei Klammern. Produkt erhältst du dann, wenn du multiplizierst. Das heißt, wir multiplizieren zwei Klammern miteinander. Ich fange mal mit einem einfachen Beispiel an und dann steigern wir uns. Sagen wir mal 3 plus 2 in Klammern und in einer zweiten Klammer 4 plus 8. Klammer auf, 3 plus 2, Klammer zu. Klammer auf, 4 plus 8, Klammer zu. Das Erste, was manchen nicht so ganz bewusst ist, wenn hier zwischendrin kein Rechenzeichen steht, wird immer von einer Multiplikation ausgegangen. Das heißt, dieses Malzeichen hier, das kann man schreiben, muss man allerdings nicht. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das Ganze auszurechnen. Hier ist es so, hier könnte man jetzt ganz einfach hergehen und könnte 3 plus 2 ist 5 rechnen und 4 plus 8 ist 12 und dann 5 mal 12. Aber in der Mathematik ist es so, dass dann später hier keine Zahlen nur stehen werden, sondern auch Variablen und dann funktioniert das so nicht. Daher zeige ich dir hier den Weg, der dann auch mit den Variablen funktionieren wird. So, also erst einmal das Produkt aus den zwei Klammern bilden. Das funktioniert hier folgendermaßen. Wir nehmen die 3 und multiplizieren sie mit der 4. Also die 3 mit der 4. 3 mal 4. Plus, dann nehmen wir die 3 und multiplizieren sie mit der 8. 3 mal 8. So, die 3 haben wir jetzt also einmal mit der 4 und die 3 haben wir auch mit der 8 multipliziert. Damit sind wir mit der 3 hier vorne fertig und kümmern uns noch um die 2. Die 2 multiplizieren wir mit der 4. Plus 2 mal 4. Und die 2 multiplizieren wir mit der 8. Plus 2 mal 8. So, und das hier, das müssen wir jetzt ausrechnen und dabei Punkt vor Strich beachten. Also erst alle Multiplikationen rechnen und danach addieren. 3 mal 4 ist 12. Plus 3 mal 8 ist 24. Plus 2 mal 4 ist 8. Plus und 2 mal 8 ist 16. So, 12 plus 24 ist 36, plus 8 plus 16. Also hier wird jetzt von links nach rechts gerechnet. Wenn es nur noch Plus und Minus in einer Aufgabe gibt, dann von links nach rechts rechnen. So, 36 plus 8, das ist 44, plus die 16, 44 plus 16 ist 60. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger. Klammer auf, 3 plus 2x, Klammer zu, Klammer auf, 5y minus 2x plus 4. Also in der ersten Klammer 3 plus 2x und in der zweiten Klammer 5y minus 2x plus 4. Auch hier soll jetzt das Produkt aus den zwei Klammern gebildet werden. Und jetzt können wir nicht innerhalb der einen Klammer ausrechnen, sondern wir müssen das Ganze wirklich jetzt ausmultiplizieren. Das funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die 3, also die 3, und multiplizieren sie mit 5y. 3 mal 5y. Jetzt nehmen wir die 3 und multiplizieren mit minus 2x. Also plus 3 mal minus 2x. Minus 2x. Da es hier sich um eine negative Zahl handelt oder einen negativen Ausdruck, kommt das Ganze hier in eine Klammer. So, weiter. Plus
Jetzt nehmen wir die 3 und multiplizieren mit 4. Wir haben also jetzt die 3 mit 5y multipliziert, mit minus 2x und mit 4. Mit der 3 sind wir jetzt fertig. Dasselbe machen wir jetzt noch mit 2x, also plus 2x. Die 2x multiplizieren wir mit 5y. Die 2x multiplizieren wir mit minus 2x. Also 2x mal minus 2x. Und die 2x multiplizieren wir auch mit 4. Plus 2x mal 4. Nochmal kurz zum Nachdenken. Die 3 wird mit der 5y multipliziert, mit der minus 2x und mit der 4. Und danach wird die 2x mit 5y, mit minus 2x und mit 4 multipliziert. So, das ist jetzt ein ziemlich langer Ausdruck, den können wir jetzt allerdings noch deutlich vereinfachen. Auch hier Punkt vor Strich, das heißt immer erst einmal die Multiplikation ausrechnen und danach gucken wir, ob wir noch addieren können. 5, also 3 mal 5y ist 15y. Dann 3 mal minus 2x ist minus 6x. Also 3 mal minus 2 ist minus 6, und zwar x. Dann plus 3 mal 4, das ist 12. Dann 2x mal 5y, 2 mal 5 ist 10, und zwar xy. Dann haben wir 2x mal minus 2x, 2 mal minus 2 ist minus 4, und x mal x, also kann man xx schreiben oder x Quadrat. Plus 2x mal 4 ist 8x. Das waren jetzt erst einmal die ganzen Malzeichen, die berechnet werden konnten. Jetzt schauen wir mal weiter. Ich hole mal hier Farbe. Hier haben wir y. Nur y haben wir sonst nirgends. Hier haben wir x, minus 6x, hier drüben gibt es nochmal was mit x, 8x. Hier haben wir nur eine Zahl 12, eine weitere Nurzahl gibt es nicht. Hier haben wir xy, das gibt es auch nirgends sonst, und hier haben wir xx, das gibt es auch sonst nirgends. Das heißt, das war es jetzt hier. Wir können also nur minus 6x und plus 8x zusammenfassen, weil nur hier sind die Variablen gleich. Das heißt, minus 6x plus 8x, minus 6 plus 8 ist 2x. 2x, dann haben wir hier noch die 15y. Wir haben noch die plus 12. Wir haben noch die plus 10xy. Und die minus 4xx können wir zu x² zusammenfassen. So, also das Produkt aus den zwei Klammern hier oben, das ist der Ausdruck hier unten. Du möchtest noch mehr über die Klammerrechnung lernen oder du brauchst Übung in der ganzen Sache, dann schau mal unter dieses Video, dort packe ich dir einmal Erklärungen hin und auch Übungsaufgaben mit Lösungen, damit du fit in der ganzen Sache wirst. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.